macht denn der schwarze Stein hier? Was ist das denn? Meteor. Das kenne ich, glaube ich, noch. Damit kann man irgendwas Geiles bauen, ne? Hero! Und willkommen zurück zu Hero. Habe ich letztes Mal was anderes gesagt? Ich weiß das gar nicht. Okay. Ah, fuck. Ah, oh, sehr gut. Das ist hell. Also ich finde, mein Beutezug war schon sehr, sehr gut. Vor allem mit dem Amboss. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Rasen, aber Kunstrasen im Grunde. So, ich habe jetzt aber ganz viel. Unnamed, sehr gut. Eine elektrische Granate. Bottle of Enchanting, ganz viele Enderpearls. Cool, also auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall geil. Jetzt werde ich aber versuchen, hier ein kleines Häuschen zu, oder zumindest schon mal anzufangen, hier was zu bauen. Weil damit man mal hier zu Potte kommt, weil so ist das natürlich scheiße. Ich habe aber im Grunde noch gar keine Idee, wie ich das baue. Ich will in dem Projekt jetzt nicht so ein Riesenhaus bauen, weil da der Aspekt ja nicht unbedingt aufs Bauen und Craften liegt, sondern mehr aufs Erkunden. Aber dennoch möchte ich jetzt gerne mal eine Hütte haben, wo ich drin sicher überleben kann. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal ein paar Holz. Dafür brauche ich aber erstmal meine Axt. Meine neue Axt, ja. Ich habe das Gefühl, ich baue auch wieder aus dem anderen Stein, den ich mit denen ich eigentlich immer baue, was total ätzend eigentlich ist. Ja, aber ich finde, hier passt dieser Stein perfekt rein. So. Wie viele Bäume nehmen wir da noch mit? Ich glaube, den noch und dann drehe ich mal um, weil bevor ich da jetzt die Monster wieder weg... Boah, da wäre richtig schlimm gewesen, wenn ich da den Boss geholt hätte. Deswegen, da bin ich dann lieber noch ein bisschen vorsichtiger. Oh, ein Armadillo. Der arme Dillo. Hä? Hallo? Kennt ihr ja, ne? Zum Thema Haus bauen. Hier ist eine Höhle, geil. Was denn das? Ich habe keine Ahnung. Dafür brauche ich bestimmt eine geile Schaufel. Aber ich hole jetzt erstmal die Kohle hier mit. Ich hole die Kohle mit. Das sieht irgendwie aus wie Goldsand oder so. Goldkies. Und dann renne ich da mal rüber bald und schlag die alle kaputt. Okay, nicht zu weit rein. Gefährlich. Was kann man denn aus den Dingern nehmen? Kann man die auch backen? Weil dann würde ich vielleicht mal was aus den Dingern hier bauen. Das wäre natürlich auch geil. Das wäre mal richtig geil. Der weiße Zauberer. Oh. Hi. Ich komme wieder raus, ne? Ja, genau. Ja, was hängt denn da von der Decke runter? Egal, ich gehe mal hier raus. Jetzt bin ich hier gleich ruckzuck wieder in einer riesigen Erkundungstour und das muss ja nicht. Und ganz wichtig, nachpflanzen. Aber es ist auch gut, dass dieser Mod hier drauf ist mit dem Timber. Also das ist, glaube ich, Treeceraptor, der also den Baum total wegbammt. Weil wenn man überlegt, man müsste den Baum da noch so fällen, dann dauert das nochmal länger und dann... Das ist die Frage, ich brauche Baumaterial. Glöckchen. Diding. Schon wieder ein. Ui. Kann man doch irgendwie anpflanzen, das Zeug? Finde ich voll cool.
Na, immerhin zwei Pfeile. So, warte, jetzt muss ich mal gucken, wo baue ich die Tür hin? Tür, Tür, Tür. Würde aber fast sein, dass ich hier eine Treppe hochbaue. Warte mal. Nicht zu viel. Ich will ja auch dieses Rohholz haben. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen was eingesammelt. Normales Holz. Genau, da habe ich normales Holz. So. Oh. Fängt es hier auch wieder an? Ich glaube, das ist echt die Maus. Warte mal. Das hatte ich schon beim Megaprojekt. Hä? Ach so, mein Bumerang. Warte, Armadillo. Nochmal. Das ist cool, das geht einmal rum. Das ist ja mal geil. Wer wohnt denn hier? Drei. Ja, egal. Passt schon. Passt schon. Ah ja, Essen wäre auch nicht schlecht, oder? Vielleicht sollte ich mal ein paar Kartoffeln verpflanzen hier. Ne, warte, jetzt mal erstmal Folgendes. Ich glaube, ich muss mir mal angucken, was man hier bauen kann mit dem Scheiß, den ich gefunden habe. Aber nicht hier in der Aufnahme, weil sonst wäre es ein bisschen vergeudete Zeit. Aber so kriegt man da bestimmt irgendwann mal hin. Boah, da muss man höllisch aufpassen, wenn man das mal wieder abbauen möchte. Weil sonst ist wieder alles weg, glaube ich. So war es zumindest bei dem Timber-Mod. Ja. Wie mache ich das denn jetzt so? Ich hatte 1, 2, 3. Dann würde ich sagen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Scheiße. Da ist aber so. Eins, zwei, drei, vier. Dahin. Eins, zwei. Und der Zaun hier, klar kommt der Zaun weg. Das war jetzt nur so ungefähr, damit man weiß, wo der andere wohnt. Ich habe dann extra so einen Jump'n'Run-Style gebaut, damit ich immer was zu tun habe. Bullshit. Genau, Cobblestone, der kommt das hier zwischen. Dann haben wir doch schon mal eine grobe Struktur. Und raus kommt man dann immer noch nicht. Cool. Ich glaube aber, dass ich den hier hinten noch weiter ausbaue Richtung Meer, damit ich irgendwie eine schöne Terrasse habe oder so. Mal gucken. Weil am Anfang dachte ich so, boah, ich baue voll das geile Haus. Aber im Endeffekt ist es ein bisschen unnütz in dem Projekt. Nicht ganz unnütz, soll natürlich auch schön aussehen. Aber nicht so zweckdienlich. Ich würde lieber irgendwie was Cooles so bauen. Was so zu Hexed-Rollenspielmäßig passt, so nach dem Motto. So, dann könnte hier die Tür hin. Da könnte die Tür rein. Dann würde ich hier Stein drum bauen. Aber welchen Stein? Was kann denn der Weiße? Kann ich den backen? Kann ich den backen? Den kann ich backen. Wo wir gerade beim Backen sind, ne? Ich glaube, ich brauche da noch ein paar. Ich brauche sowieso Steine, ne? Wollte schon sagen, wo sind meine Kisten? Sind draußen. Und achtet drauf, dass mir keiner was klaut. Weil ich habe voll den geilen Stuff, man. Obwohl, den Amboss, den könnte ich ja mal in die Mitte packen. Ich habe ja zwei.
Ah, nee, mach ich andermal. Mach ich andermal. Boah, das ist total ungewohnt. Ich habe jetzt noch ein kleineres Haus als bei dem anderen Projekt. Es hat geschellt. Egal, muss jetzt warten. Ich muss gucken, was der Ofen macht. Metamorphic Stone? What the fuck? Kann man damit irgendwas machen? Oh, cool. Ja, ich muss den jetzt chillen lassen, weil ich wollte die Aufnahme jetzt nicht unterbrechen. Das ist meist eh nur Scheiße. Hä? Das ist geil. Weiße Marble Bricks. Ich glaube, die baue ich weiter oben ein. Unten ist das ein bisschen blöd. Unten mache ich dann die Standard Bricks. Aber warte mal eben. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Öfen. Zwei Stück sind ganz cool. Vielleicht auch drei Stück. Und dann müsste ich sowieso mal runtergehen, irgendwie ein bisschen farmen. Und würde sich auch anbieten, weil es wird ja gerade dunkel. Nein! Oh, ich glaube, es schellt jetzt nochmal. Aber kann ich wirklich nichts tun jetzt? Wo mache ich denn den Untergang? Runtergang. Schaufel, warte mal. Das ist eine Höhe. Oh, das war ein Bumerang. Da, Schaufel. Everyday I'm shuffling. Pilzsuppe. Ah, warte, oh, ich hab Fleisch. Fuck you. Zäune. Leitern, 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 Leitern. Ich kenne mein Glück. Jeder als Runner kommt nie mehr hoch. Oh, hä? What the fuck? Wir gehen nochmal Leitern, so, ne? Jawolle. Komm, das reicht. Tiefer ist das hier eh nicht. So, ich würde fast schon sagen, hier irgendwo in der Ecke. Ja, komm, hier. Aber ihr kennt ja Never Dig Down, deswegen muss ich jetzt zwei breit machen. Oh, das ist aber schön hell immer. Wo wir gerade bei schön hell sind, Fackeln wären auch cool, oder? Schöne Fackeln. Boah, ich habe so Schiss, hier irgendwo hinzulaufen, ne? So muss ich jetzt ehrlich gesagt bauen. Ich finde, das läuft auch besser, dieses Hexit, als Feeds and Beasts. Feeds and Beasts hätte ich weniger Bilder pro Sekunde. Ich hoffe ja, dass ich irgendwo in der Höhle rauskomme, in so einem Minenschacht, wo ich aber jetzt nicht rein möchte. Ich möchte erstmal nur weiter nach unten. Obwohl ich gar nicht weiß. Diamanten sind ja auch oben im Grunde. Deswegen brauche ich, könnte ich auch weiter oben bleiben. Ja, geht voll ab. Oh fuck. Das war voll falsch. Hier ist echt nichts runter, ne? Cool. Außer Lava gleich, die irgendwo rauskommt. Warte mal. Sicher ist sicher. Ja, ich guck mal, dass ich mir für die nächste Folge wieder einen schnapp, mit dem ich ein bisschen bauen kann. Oh. Ich höre Wasser, ja. Cool, im Schneegebiet. Jetzt bin ich ein bisschen übermütig hier gerade. Boah.
So, auf die Höhe bleibe ich. Und hier waren, glaube ich, Leitern. Ja. Ja. Und weiter hoch mit den Leitern. Yeah. Ich bin auch für jeden Tipp, den ihr mir geben könnt, dankbar, weil, wie gesagt, ich bin so ein Hexit-Noob. Nicht wie manch anderer Kanal hier, der genau weiß, was er machen muss, obwohl in dem Buch stand auch schon drin, was man bauen könnte. Was man ganz am Anfang hatte, aber. Oh, fuck. Na, du verkackte Leiter, komm her. So. Da war Wasser, aber hier könnte man cool Steine irgendwie farmen. Aber ich mache jetzt erstmal hier einen großen Raum hin. Großen Raum. Ich brauche ja sowieso Steine ohne Ende. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich jetzt mal die ganze Spitzhacke hier vorballer. Ich glaube, ich werde bald irgendwas Tolles finden hier. Aber wie hell das hier drin ist, ne? Warte mal. Oh, gute Idee. Direkt mein Gesicht viel heller. Ich mache jetzt mal Folgendes eben. Ich baue jetzt mal eben in irgendeine Richtung nochmal rein. Und hier muss irgendwo was sein. Ja, Kies. Was denn das? Hä? Schwarzer Stein. Kenn ich ja gar nicht. Was macht denn der schwarze Stein hier? Was ist das denn? Meteor. Das kenne ich, glaube ich, noch. Damit kann man irgendwas Geiles bauen, ne? Meteorstein. Warte nochmal in die andere Richtung kurz und dann sind wir hier, glaube ich, fertig für heute. Oh yeah. Ja, die Meteorrüstung, die hatten wir mal gebaut, Simon und ich im Livestream, die ist magnetisch. Die ist wirklich geil looteffizient. Die werde ich auf jeden Fall anziehen, wenn wir mal irgendwo sind. Ne, warte, das ist jetzt schwarzer. WTF, was gibt das hier denn alles für Steine? Das ist ja mal richtig geil. Und dann würde ich fast schon sagen, schwarze Steine unten. Ja, geil. Aber gut, ich grabe jetzt hier erstmal noch ein bisschen rum und dann ist fertig. Ist nicht so der geilste Part, aber ich meine, muss ja auch mal sein. Erkunden tun wir auf jeden Fall noch eine Menge. Bett habe ich. Ich will nur ein kleines Häuschen haben, wo meine scheiß Truhen drin sind. So, wie viel habe ich denn jetzt davon? 46. Basaltkabel. Das war doch in einem anderen Ding, wo dann die Vulkane drauf waren, ne? Ja. Geil. Lololo. Hier kommt Lava rein. Wo komme ich denn hier hoch? Oh. Wollt eh rot, ich wollte eh rot, ich wollte eh hoch. Meteor. Knochen. Voll den Knochenstein, auch geil. Ich gehe jetzt hoch, mach die Öfen voll. Und dann geht das los hier. Und ich glaube, der Endboss von dem einen Turm gammelt da noch rum. Oh ja. Lass keinen auf mich warten, bitte. Oh ja, sauber. Die Öfen voll machen. So, da neun rein. Ach, guck mal, da ist auch noch was drin. Man braucht ja im Grunde immer 8 für ein Stack. Ja, sollte.
Und wie lange die brauchen, die Weißen? Ach so, die waren schon fertig, okay. Jo, alles klar, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle sage ich mal bis im nächsten Part. Ah ja, ausloggen. Tschüss.